Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Video. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal die Technologievorschau von Photoshop vorstellen. Und zwar geht ihr einfach unter Photoshop, Voreinstellungen, Technologievorschau. Setzt ihr ein Häkchen auf Malsymmetrie aktivieren, bestätigt das mit OK. Und wenn ich das in Pinsel mit B nehme, erscheint hier oben so ein Schmetterling und ich kann jetzt tatsächlich verschiedene Symmetrieachsen anlegen. Ich nehme eine neue vertikale Achse. Ja, die ist jetzt im Transformationsmodus. Mit der rechten Maustaste könnte ich tatsächlich noch diese Achse verschiedentlich hier transformieren. Mit Escape gehe ich mal da raus, bestätige das und habe jetzt hier meine Symmetrieachse. Und jetzt kann ich hier tatsächlich mit einem Pinsel malen und alles wird dann auf die andere Seite gespiegelt. Soweit, so gut. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Und was man auch noch machen kann, Photoshop legt hier in der Farbpalette einen Pfad an. Und jetzt gibt es da quasi noch so ein paar Easter Eggs. Ich gehe mal hier rein und könnte jetzt hier hinschreiben zum Beispiel Radial, Radial, und das Ganze muss tatsächlich auf Englisch sein. Deswegen mache ich aus dem IE ein Y und zum Beispiel hier vielleicht 15, bestätige das, und wenn ich es hier reinmale, dann seht ihr also, dass Photoshop so eine Art Kaleidoskop hier erstellt. Und damit das nicht so abgehackt aussieht, kann ich noch mit der Klettung hochgehen und dann habe ich das hier richtig schön rund. Ich gehe nochmal zurück ein paar Schritte und ein bisschen stärker, und dann seht ihr also hier, dass durch die Klettung das Ganze richtig schön rundlich und harmonisch aussieht. Eine weitere Möglichkeit besteht noch darin, hier einfach Mandala einzugeben. Mandala. Bestätige auch das. Nimm mal eine weiße Farbe. Und dann, ja, habe ich mich verschrieben jetzt. Auch kein Problem. Mandala. Das muss nämlich genau richtig geschrieben sein. Und jetzt kann ich also hier so einen Effekt hier reinmalen. Und ja, damit rumexperimentieren. Spielt einfach ein bisschen damit rum. Macht richtig Spaß, hier diese Funktion kennenzulernen. Also in der Farbpalette könnt ihr Mandala oder Radial noch eingeben für noch zusätzliche Möglichkeiten. Okay, das war mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, teilt dieses Video und tschüss, bis zum nächsten Mal.